Kapitel 5 hat nur 4 Stages. Die letzte Schlacht. Ich brachte Frieden, Ordnung, Harmonie zu diesem einfachen Volk. Und doch gibt es noch solche, die unsere Größe leugnen. Barbaren. Sie wollen unser Hirn fressen und unsere Seelen besudeln. Die Festung ist gut auf den Angriff vorbereitet. Ich danke euch allen. Nicht mehr lange und wir werden einer Übermacht gegenüberstehen. Doch wir sind Krieger. Wir sind große Krieger. Der Tod ist unser ständiger Begleiter. Das macht uns stark. Und wir müssen das Königreich säubern. Von diesen Unmenschen. Diesen Abschaum. Wir müssen die degenerierten. Ach, Schabe lebt ja noch. Die unsere reinen Seelen mit heidnischen Bildern verderben. Und unsere Münder mit ihrem Fraß beschmutzen, den sie uns als Essen vorsetzen. Was hat denn der da vor sich? Denkt daran, dass das himmlische Schwert noch unser ist. Sein Träger ist unsere Nariko. Sie hat viele eurer Nächsten gerettet, egal aus welchem Clan. Manche sind nur hier dank ihrer Taten. Müssen wir diese Teufelin vernichten, endgültig. Sie versucht, mich zu sich zu locken. Wartet, lauert auf den Moment, in dem sie ihre Fänge hineinschlagen kann. In meine heiligen Lenden. Sagt jetzt, leb wohl. Damit ihr morgen in den Kampf zieht mit klarem Kopf und starkem Herzen. Sollte diese Schlacht wirklich unsere letzte sein, dann wird sie auch unsere größte. Jagt sie! Löscht sie aus! So soll es sein. Mein Vater versteht es, die Männer auf den Kampf, auf den Tod einzuschwören. Haben sie den Tod erst akzeptiert, dann fürchten sie sich nicht mehr. Sie sind frei. Wenn ich Kai eins hinterlassen kann, soll es eine Zukunft sein. Die Chance auf ein anderes Leben. Nee, muss ich schon wieder zielen. Glück. Oh, ich hasse das. Lohnt das Sterben. Ich bin mit sowas nicht gut. Nehmt eure Stellung ein. Nariko, besetze eine Kanone. Denkt daran, unsere erhöhte Position ist unser Vorteil. Sind die nicht erhöht? Schießt auf mein Kommando! Die sind noch auf dem Berg. So wie es aussieht. Ach nö, 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 nö. Ich muss mich nur auf die Männer haben Sprengstoff. Sie versuchen, die Mauer zu durchbrechen. Halt sie auf!
Gib mir nur Zeit. Weitere Mauerbrecher, Nariko! Deine Katapulte, dann deine Armee und dann du, Bohan! Eine Person kann die Welt verändern, Nariko. Merkt ihr das? Ich krieg die Krise! Oh. Das ist viel zu schwer! Oh Mann! Dieses. Soll ich mich nur auf die Brecher konzentrieren? Und dann kommen die Fässer angerollt. Und diese Fässer. Das ist doch scheiße zu treffen. Ich hau lieber die Brecher kaputt, aber ich konzentriere mich erstmal nur auf die Brecher und guck mal, was passiert. Das ist so scheiße mit diesen brennenden Fässern. Die Männer haben Sprengstoff. Sie versuchen, die Mauer zu durchbrechen. Halt sie auf!
Eine Person kann die Welt verändern, Nariko. Merkt ihr das? Weitere Sprengstoffeinheiten hierher unterwegs. Gib mir nur Zeit. Wir müssen unser Eigentum verteidigen! Läuft auf jeden Fall geschmiert. Ich habe keine Munition mehr. Keine Munition? Nariko, da, sie wollen angreifen von dort oben. Wie geht es dir, Nariko? Ganz gut. Nariko, ich weiß, dass ich in meiner Rolle als dein Lehrer kein guter Vater sein konnte. Ich habe uns geschadet, sowohl mir als auch dir. Ich hätte nicht lange überlebt, hättest du anders gehandelt. Bereit? Bereit. Bereit? Wir müssen standhalten! Tod von oben. Ah!
rasende Shen. Willst du denn hin? Be Ben? Ich weiß nicht mehr, wer ich war, bevor ich ein Schwert in meiner Hand hielt. Was ist aus mir nur geworden? Früher habe ich gekämpft, weil ich musste. Ach du Heilige. Weil es keine andere Wahl gab. Aber jetzt sehe ich das Göttliche im Kampf. Die Schönheit des Blutvergießens. Thank you.
noch 89. Ja, 89 erledigen. Soll ich die denn zerstören? LOL! Okay, das lief nicht ganz so geplant. Heilige Scheiße, da kommen noch mehr. Er ist hier. Rückzug! Ah!
Kann ich auch rennen? Vater, verschwinde von dort! Man muss wissen, wann man besiegt ist, Nariko. Knie nieder vor mir und ich werde deinem Volk Gnade gewähren. Wehst du dich? Erwartet euch alle der Tod. So viel brachte dieses Schwert den Tod. Und was haben sie je dafür bekommen? Nichts. Nichts. Du hast gewonnen. Du hast uns alle verdammt. Meine Zeit soll also gekommen sein. Ich bin deine Geisel und dies soll der Moment sein, in dem du mich vernichtest? Nein. All deine Taten sind korrupt. Du verschwendest unser Leben. Welche Macht besitzt du denn schon? Ich besitze doch dich. Du kannst mich nicht töten. Ich lasse es nicht zu. Ich habe immer mein gesamtes Leben lang auf jene gehört, die an dich glaubten. Doch nun. Nimm mein Leben. Und das Ende meines Volkes ist besiegelt. Jene, die in deinem Namen Blut vergossen, die sich für dich geopfert haben, sind am Ende. Und du bist nichts weiter als ein altes Relikt des Schlachtfelds. Ohne mich wäre alles, was du jemals sein würdest, ein wunderschöner Gegenstand, bestaunt hinter Glas. Und dann wirst du zu Staub zerfallen. Dann wirst du sterben. Du forderst jetzt mein Leben. Bevor ich dich in die Hand nahm. Du weißt, ich bin das Einzige, was zwischen dir und deinem Tod steht. Du bist nichts ohne mich. Das ist Hexenkunst. Das ist doch nichts als teuflische Hexenkunst! Deine verfluchte Magie, sie kann nicht siegen! Auf sie! Aber vorher...